Ernst Wolf, das kann ich nicht mehr ausschließen, Ausrufezeichen. Ich denke, wir stehen wirklich am ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Lock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Fühlt euch gedrückt und geliebt vom Love Lock. Ja, wir ziehen uns ein Video rein von Ernst Wolf, welches heißt Ernst Wolf, das kann ich nicht mehr ausschließen, Ausrufezeichen. In Kombination mit der Chrissy und ich glaube, es geht jetzt hier heute auch wieder um den Konflikt im Nahen Osten. Ja, ich weiß, es geht hier auf dem Kanal jetzt klar gerade auch sehr oft darüber. Ich versuche trotzdem immer wieder zwischendrin auch ein paar Videos zu bringen, die andere Themen behandeln, so gerade in diese spirituelle Richtung, weil ich glaube, durch diese ganze Entwicklung und durch dieses Leid, was immer größer wird auf der Erde, ist es halt auch immer wichtiger, dass man Menschen zeigt und beibringt, wie man in seiner Mitte bleiben kann, wie man liebend bleiben kann, wie man positiv bleiben kann, weil ich glaube, das ist genau das, was die Welt am Ende des Tages auch braucht, so weißt du. Also lasst euch von diesen ganzen Dinge, die in der Welt passieren, nicht zu krass beeinflussen und vor allen Dingen nicht eure eigene Spiritualität, euer eigenes Wohlbefinden davon abhängig machen, so weißt du. Natürlich, ich bete auch jeden Tag und beschäftige mich mit den Dingen und versuche da wenigstens energy-technisch irgendwie mit Gebeten und so einen guten Einfluss drauf zu haben. Nichtsdestotrotz muss man sich auch immer wieder von diesem ganzen Weltgeschehen und von den Dingen, die passieren, auch ein bisschen detachen, ein bisschen Abstand dazu nehmen, damit man halt wirklich selber nicht miserabel wird und nichts mehr auf die Kette kriegt, so mehr oder weniger, weißt du? Eine wichtige Sache wollte ich vorab sagen und jetzt gehen wir rein ins Video. Ich liebe euch. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und los. Ich denke, wir stehen wirklich am ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Also da muss nur noch der letzte Funken an dieses Zündfass gelegt werden und dann ist die Katastrophe komplett. Hallo meine Lieben, mein heutiger Gast Ernst Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Unser Thema Nummer eins heute und hauptsächlich unser Thema ist natürlich der Krieg im Nahen Osten. Und ich würde gerne als allererstes einen Schwenk machen. Welche Verhältnisse hat denn Israel zu den Nachbarländern? Wer hatte bereits vielleicht in der Vergangenheit, ich sage mal, feindselige Absichten und könnte sich auch jetzt in diesen Krieg einmischen? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, deswegen, weil in unserer Zeit ja so gut wie kein Geschichtsbewusstsein mehr herrscht. Also Facts. Das ist leider so. Das sorgt auch dafür, dass ganz viele Leute einfach irgendwelche Aussagen tätigen und immer nur auf aktuelle Themen reagieren, aber gar nicht versuchen, die Historie von den Dingen zu verstehen. Und das ist auch bewusst so gemacht, weil auch in den Medien ja nicht wirklich aufgeklärt wird, wie Dinge zustande gekommen sind, was die Historie dahinter ist. Es ist auch bewusst so gewollt, glaube ich, dass die Leute sich nicht damit auseinandersetzen. So. Weil wenn du in die Historie reingehst, dann kannst du ganz viele Punkte finden und miteinander verbinden und dann hast du einfach ein anderes Bild von der ganzen Situation als das, was von den Mainstream-Medien rübergegeben wird. So. Man muss natürlich die Geschichte des Staates Israel ansehen und der Staat Israel ist 1948 ins Leben gerufen worden auf dem Gebiete von Palästinensern, die natürlich vertrieben werden mussten. Also was denkst du denn? Könnte der Krieg sich ausbreiten? Ja, das ist safe. Das ist keine Frage, Andrew. Weißt du? Ich bin mir sicher, dass das Potenzial gerade riesig ist, dass dieser Konflikt sich ausweitet. So. Und nicht nur in dem Gebiet, sondern dieser Konflikt löst ja auch ganz viele andere Konflikte aus. So, weißt du? Was ich zum Beispiel in Deutschland sehe, wie da gerade geredet wird und dass die da teilweise Gesetze ändern wollen und das ist auch immer. Ja, dass da auch gerade extrem viel Unruhe herrscht, so mit den ganzen Protesten und also Konflikt heißt ja nicht nur Krieg, weißt du was ich meine? Konflikt heißt ja generell innerhalb der Gesellschaft mit sich selber und so und ich glaube sehr viele Leute haben Konflikt mit sich selbst, mit anderen Menschen in der Gesellschaft und das weitet sich aus so und das wird immer schlimmer, umso mehr Themen reinkommen, die uns spalten mehr oder weniger, weißt du? Die Gründung des Staates Israel ist gleich mit einem Krieg einhergegangen, nämlich mit dem Palästinakrieg damals. Und in dem Palästinakrieg hat Israel gekämpft gegen Ägypten, Libanon, Syrien, Jordanien und Irak, also fünf Länder insgesamt. Und diese Geschichte, also der Krieg krass, zwischen Auseinandersetzungen, die zieht sich natürlich über die Zeit. Also der nächste größere Konflikt, an den ich mich erinnere, das war, also ich selber habe das mitgekriegt, weil ich im Jahre 1957 mit meinen Eltern durch den Suezkanal gefahren bin. Später natürlich erfahren habe, was da gerade passiert ist. Ich weiß, es war ziemlich große Aufregung an Bord.
Damals hat der ägyptische Staatschef 1957, wie alt ist der Ernst eigentlich? Gamal Abdel Nasser, der durch einen Putsch an die Macht gekommen war, den Suezkanal verstaatlicht. Und daraufhin ist Israel kriegerisch gegen Ägypten vorgegangen. Die nächste große Auseinandersetzung war dann der Yom Kippur-Krieg. Das war 1973 wieder gegen Ägypten. Und dann gibt es natürlich jede Menge Auseinandersetzungen seitdem, weil Israel auch mit dem Libanon große Probleme hat, weil da die Hisbollah ist. Die Hisbollah wird wiederum aus dem Hintergrund finanziert und unterstützt durch den Iran, der inzwischen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle im Hintergrund spielt. Der Iran, der rüstet übrigens auch die Houthi-Milizen aus, die im Jemen jetzt die Hauptstadt beherrschen. Und von da sind jetzt auch Raketen geflogen. Also da sind eine ganze Menge Länder, auf die man achten sollte. Die Königin von Jordanien, auch eine WEF-Frau, sogar im Vorstand des Haas. Die EF hat sich ja jetzt auch zugunsten der Palästinenser geäußert. Also da braut sich etwas zusammen, dessen Ausmaß man überhaupt nicht ermessen kann im Moment. Auch die Türkei ist ja sehr viel im Gespräch, einerseits NATO-Mitglied, aber gleichzeitig geht aus ihrer Richtung auch sehr viel. 73 Jahre, der Ernst, bester Mann. Viele Drohungen aus. Wie könnte es da eskalieren, beziehungsweise welche Interessen hat die Türkei? Ja, der Herr Erdogan, der zieht ja gerne über die israelische Politik gegen die Palästinenser her. Das tut er allerdings hauptsächlich, um von seinen eigenen Problemen abzulenken, weil in der Türkei gibt es das große Kurdenproblem. Und so wie die Palästinenser nie wirklich ein eigenes Land bekommen haben, haben die Kurden auch nie ein eigenes Land bekommen. Und die Kurden machen immerhin ungefähr 20% der türkischen Bevölkerung aus. Also, das ist krass. Ich denke, dass das also auch eine Art von Der Ernst hat auch fast zu jedem Land was zu sagen und kennt da so ein bisschen die Historie, ne? Das ist crazy, Alter, wie viel Information der Jutzte sich angeeignet hat, sodass er auch wirklich zu vielen Dingen immer auch gute Informationen bereitstellen kann, so weißt du? Das ist eine Sache, die ich immer sehr beeindruckend finde, wenn ein Mensch viele Informationen hat und die auch gut rüberbringen kann, verständlich rüberbringen kann und ja, Respekt. Zweckäußerung von Herrn Erdogan ist, dass er sich da immer so zugunsten der Palästinenser äußert. Es ist ja immer wieder die Rede von der Bodenoffensive. Könnten Sie sagen, wie hier der Stand der Dinge ist und wie gehen die Meinungen hier auseinander? Ja, das Problem ist, dass man ja immer sehr wenig von dem erfährt, was tatsächlich da passiert. Aber gestern ging ja die Meldung herum, dass Gaza City, das ist die Hauptstadt des Gazastreifens, der ja selber nur ungefähr die Ausmaße von München hat, dass Gaza City mit seinen 600.000 Einwohnern von israelischen Truppen umzingelt sei. Das heißt also, dass die Bodenoffensive da schon in vollem Gang ist, dass wir darüber wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht im Einzelnen informiert wurden. Aber wir wissen ja auch aus dem Krieg in Mali, dass heute Kriege geführt werden und dass über diese Kriege so gut wie keine Bilder mehr verbreitet werden. So. Das ist auch der Grund, warum jeden Tag in Afrika Menschen verrecken und sich kein Schwanz dafür interessiert. So. Weil es halt einfach in den Medien nicht gezeigt wird, weißt du? Diese Kriege werden vertuscht und die Bilder werden nicht gezeigt. Es geht immer, es ist halt eine Sache, die muss man einfach mal irgendwann verstehen, dass Nachrichten dafür da sind, damit die Bevölkerung sich danach richtet. Nachrichten sind nicht dafür da, um die Informationen zu geben. Und wenn du den Unterschied mal verstanden hast, so, dann gehst du mit Nachrichten auch ganz anders um. Wenn du schlau genug bist, guckst du dir gar keine Nachrichten, keine offiziellen Mainstream-Nachrichten, vor allen Dingen guckst du dir das gar nicht mehr an, sondern versuchst Dinge selber zu studieren und die Informationen anzueignen. Das ist ein Riesenunterschied. Ich denke, dass da eine unendliche menschliche Tragödie passiert. Wir wissen ja, dass Tausende von unschuldigen Zivilisten da inzwischen abgeschlachtet worden sind. Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es den Menschen da ergeht. Also 600.000 Menschen in Gaza City, das ist ungefähr die Größe von Düsseldorf. Ja, das ist auf jeden Fall richtig fatal, was jetzt gerade alles passiert. Man sagt ja auf der einen Seite, ja, es ist ja wegen dieser Terrororganisation das alles. Man muss sich sagen, okay, die einen verstecken sich hinter Zivilisten, die anderen schießen auf Zivilisten. Ja, wer macht es nun besser oder was wäre denn eine bessere Lösung? Eine bessere Lösung im Kriege gibt es überhaupt nicht. Also die einzige. Genau so, Digga. Der Ernst hat auch immer, ich finde, der Ernst hat, man spürt auch, dass der findet oft die richtigen Worte so, weißt du, und der setzt sich auch nicht immer nur für eine, also setzt sich nicht immer nur für das ein oder für dies ein, der hat auch schon viel über die Afrika-Kriege geredet, wo keiner drüber berichtet hat und so, jetzt gerade hat er auch ein bisschen über die Kurden noch geredet und so,
der steht halt auch für Menschlichkeit, Digga, und Frieden, weißt du, und hat halt verstanden, dass sehr viel Scheiße auf der Welt abgeht, so, und glaube ich, hat sein Leben dafür gewidmet, Aufklärung zu leisten, was diese ganzen unterdrückten Völker und die ganzen Menschen und vor allen Dingen auch, was so die Bevölkerung angeht und so. Ich glaube, seine Message oder seine Aufgabe ist auch halt einfach, den Menschen so viel Informationen zu geben, damit sie halt endlich mal da durchsteigen, was eigentlich gerade wirklich passiert, so, weißt du, und dafür habe ich extrem Respekt. Die Lösung ist, dass man die Waffen ruhen lässt und dass man sich so schnell wie möglich um einen Waffenstillstand bemüht, aber das kann ich hier in diesem Fall überhaupt nicht erkennen. Ich sehe, dass von allen Seiten eskaliert wird, von beiden Seiten, dass von beiden Seiten grauenvolle Gewalt angewendet wird, aber natürlich stehen sich hier zwei ungleiche Gegner gegenüber. Und natürlich muss man auch sagen, dass Israel nicht ganz unschuldig ist an diesem Konflikt, weil Israel den Gazastreifen seit 15 Jahren wie ein offenes Gefängnis behandelt. Also der Gazastreifen ist abgesperrt, die Leute brauchen Genehmigung, um das Land zu verlassen, die brauchen Genehmigung, um ihre Verwandten hineinzulassen. Also ich selbst bin in Tel Aviv gewesen, ich bin einmal mit dem Taxi ins Hotel gefahren und schon hat mir der Taxifahrer, ein Palästinenser, erzählt, dass er 36 Stunden auf eine Genehmigung gewartet hat, um seine Mutter in Ramallah zu besuchen. Also das ist da einfacher Alltag. Und dann muss man auch noch wissen, dass die Wasserzufuhr, dass die Elektrizität und so weiter, dass das alles von Israel kontrolliert wird, dass die Leute also dort kein freies Leben führen. Interessant ist übrigens auch, dass die Telekommunikation da auch von Israel kontrolliert wird. Es ist also völlig ausgeschlossen, dass Israel überhaupt kein... Dass man überhaupt Menschen in so einer Situation, in so einer Lage leben lässt, das ist einfach brutal unmenschlich, so, weißt du? Und dass sich dafür noch nie jemand richtig stark gemacht hat, so auch von der Welt, so gerade von den Leuten halt, die sagen ja immer, dass Menschenrechte so wichtig sind und bla bla bla, Völkerrecht und so ein Shit, aber lassen sowas zu, weißt du? Wie funktioniert das? Das ist einfach Doppelmoral und gelogen, was die Politiker und Medien heutzutage sagen, dass die das Völkerrecht so, als so wichtig ansehen und so, das ist denen nicht wichtig. Und alleine schon, wie das ganze Thema angefangen hat, weißt du, wenn du in die Historie gehst, so dass die halt dahin gekommen sind quasi und die Leute quasi, die haben ja ganz normal da gelebt, weißt du, was ich meine? Dann wurde der Staat Israel gegründet und dann wurden Leute verdrängt, dann wurden Leute in dieses Gefängnis reingepackt, dann wurden Leute einfach aus ihren Häusern geschmissen und mussten gehen, weißt du? Die haben nicht mal irgendwas gemacht, da gibt es keine Rechtfertigung für, die haben niemandem irgendwas getan, so. Und das da sich dann auch wirklich Leute radikalisieren, wenn das über Jahre so geht und die da in so einem Freiluftgefängnis leben, das ist auch eine Sache, die kann man vorab sehen. Weißt du, was ich meine? Das siehst du, das muss dir klar sein, wenn du sowas tust. Ahnung hatte von irgendwelchen Planungen, die innerhalb des Gazastreifens vorgenommen wurde. Wenn man die gesamte Infrastruktur der Telekommunikation da selber beherrscht, dann weiß man auch, was in dem Land los ist. Dann hat man jedes einzelne Telefongespräch, jedes Handygespräch kann man abhören, jede SMS kann man mitlesen, jede WhatsApp kann man mitlesen. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass man nicht wusste, was da vorbereitet wird. Und die ägyptische Regierung hatte ja auch die israelische Regierung vorher gewarnt. Und es ist ja auch interessant, dass die israelische Regierung 6 Stunden lang nicht auf den Vorfall, auf diesen Terrorakt der Hamas, der natürlich ein blutiger Terrorakt gewesen ist, darauf reagiert hat. Also da sind sehr, sehr viele Fragezeichen, die die israelische Regierung in ein äußerst schlechtes Licht rücken. Und man muss da auch den Hintergrund der israelischen Regierung wissen. Herr Netanyahu steht seit Jahren im Visier der Justiz wegen Betruges, wegen Begünstigung, wegen Korruption. Und der Mann braucht natürlich irgendwelche Konflikte, um von sich selbst abzulenken, um selbst. Es wäre so wichtig, dass so ein Mann wie Ernst zum Beispiel einfach mal bei Markus Lanz da mitsitzt, ne? Bei dieser ganzen Propaganda, die die da gerade verbreiten, wo nicht ein einziger eingeladen wird, der ein bisschen kritisch die ganzen Sachen mal bespricht oder da Fragen stellt oder da irgendwie versucht zu informieren. So, das ist so crazy. Du siehst wieder richtig, wie die deutschen Medien funktionieren. Es gibt nur eine richtige Seite. Alle anderen werden nicht eingeladen, werden nicht gehört, wird nicht zugelassen, dass die eine andere Meinung haben. Genauso bei Ukraine und Russland, genauso bei Corona. Es ist einfach crazy, dass so eine Diskussion nicht stattfindet. Das wird den Menschen einfach vorenthalten. Die kriegen diese Perspektive gar nicht. Es...
Diese Manipulation ist so heftig. An der Macht zu bleiben. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwelche Kräfte, größere Kräfte im Hintergrund, diese Situation schamlos ausgenutzt haben. Weil Profiteur des ganzen Krieges sind die üblichen Verdächtigen. Das ist die Rüstungsindustrie und das ist der digital-finanzielle Komplex, der hinter der Rüstungsindustrie steckt. Und dieser digital-finanzielle Komplex treibt ja seine eigene Agenda im Schatten dieses Krieges im Moment voran. Der digitale Euro ist angekündigt worden. In der letzten Nacht ist angekündigt worden, dass die Schweizer Nationalbank jetzt mit einem digitalen Franken, einer Wholesale-CBDC aufwartet. Am 1.12. werden die mit 5 großen Banken beginnen mit diesem großen Pilotprojekt. Also da wird die Agenda unglaublich vorangetrieben. Und natürlich ist es gut für diese Leute, dass die Menschen im Moment abgelenkt werden. Und was gibt es da Besseres, als den Nahostkrieg den Leuten immer um die Ohren zu hauen und den Leuten Angst zu machen mit dem drohenden Dritten Weltkrieg? Ja, das stimmt. Eine riesengroße Ablenkung, die eben nicht in den Vordergrund gespielt wird, sondern hier eben andere Dinge und wieder diese ganze Moral und Spaltung der Gesellschaft. Andrew sagt gerade, als ich noch klein war, hätte ich niemals gedacht, dass Politik so viel Einfluss auf unser Leben hat. Ja, Bro, das ist halt, wenn du das Step by Step anfängst, die Informationen anzueignen, dann merkst du das halt so. Bei mir war das früher auch so. Ich habe mir darüber auch nicht so viele Gedanken gemacht. So. Vor allen Dingen, weil wir auch noch nicht so politisiert waren. Heutzutage wächst du ja schon auf mit den ganzen, also spätestens seit der Corona-Zeit wächst du ja auf quasi mit dieser ganzen Politik um dich herum. Das war bei uns damals noch nicht so. Obwohl natürlich auch viele Dinge passiert sind, die man halt so nicht bewusst wahrnimmt. Und umso bewusster du wirst, umso mehr Informationen du dir aneignest, umso mehr merkst du, wie wir in einer Art Matrix leben. So, das hört sich immer crazy an für manche Leute, aber wir werden von so vielen verschiedenen Richtungen und Dingen beeinflusst, dass wir gar nicht mehr richtig frei denken und selbst unsere Meinung bilden können und vor allen Dingen nicht mal richtig verstehen, wie krass wir beeinflusst werden, so, weißt du? Und das ist halt einfach, gerade für Leute, die sich zum ersten Mal mit diesen Themen auseinandersetzen, dann ein Schock. Weil es einfach so ist, weißt du, dass wir extrem beeinflusst werden und extrem gesteuert werden und mit uns extrem gespielt wird so. Und das ist kein Verschwörungstalk oder Schwurbelei oder irgendwelche mystischen, was auch immer, Digga, weißt du, wie ich meine, das ist einfach die Realität. Und jeder, der sich mit damit auseinandersetzt, der merkt es ab einem gewissen Punkt so, weißt du? Hier lieber im Vordergrund ist. So wie Sie gesagt haben, dass die Regierung das vorab wusste, ist ja eigentlich sogar schon offiziell, aber da gibt es ja auch wieder die verschiedensten Ausreden. Der Shit ist ganz ekelhaft. Ich sag dir ehrlich, du hast die beste Zeit erlebt, Leon. Ja, das war noch anders. Das war damals noch anders, obwohl man ganz klar, also vor meiner Zeit, meine Mutter, ihre Zeiten zum Beispiel, waren auch noch mehr politisiert. Diese 90er Jahre, wenn du 90er geboren bist, so, da gab es wenig Themen. Da gab es echt nicht viele Themen bis 2000, so bis in die 2000er rein, gab es echt nicht viele Sachen. Echt gut, dass wir so groß geworden sind, also dafür bin ich auch extrem dankbar. Nicht nur mit diesen ganzen politischen Themen, sondern auch mit dieser ganzen Social Media Entwicklung und so, dass ich noch nicht ein Handy hatte, dass ich noch kein TikTok hatte, noch kein Instagram hatte, noch nicht da so extrem in dieser Social Media Welt gefangen war, sondern noch im echten Leben quasi groß geworden bin. So, mit echten Menschen, mit echten Dingen, draußen spielen, ja. Dankbar, wirklich extrem dankbar. Warum und man das alles gemacht hat. Können Sie sich vorstellen, da wir darüber geredet haben, auch die USA, die jetzt ganz viele Waffen und Streitkräfte nur so zur Verteidigung und sicherheitshalber mal hinstellt, zur Drohung für den Iran wiederum. Können Sie sich vorstellen, dass der Iran hier auch schnell mit dabei ist oder wie Sie gesagt haben, in Jemen teilweise schon dabei ist? Das ist sehr gut möglich. Also ich denke, wir stehen wirklich am ganz kurz vor dem Dritten Weltkrieg. Also da muss nur noch der letzte Funken an dieses Zündfass gelegt werden. Und dann ist die Katastrophe komplett. Also die Amerikaner haben so viele Soldaten dahin geschickt, haben ihre Flugzeugträger, die beiden großen Flugzeugträger im Mittelmeer stationiert. Die Chinesen sind auf dem Weg dahin. Ich meine, die Russen werden das Ganze auch nicht einfach unbeteiligt da geschehen lassen. Der Iran hat sich inzwischen auch schon geäußert. Israel bombardiert Ziele da, wo die schiitischen Milizen im Libanon sind. Also die Hisbollah-Milizen und provoziert da. Sonja sagt, ich glaube, es war noch nie anders, aber der Fokus lag halt eben woanders im Leben. Ja, das hat definitiv auch einen Beitrag, also wenn du dann selber dich anfängst mit Dingen zu beschäftigen, dann hast du natürlich den Fokus auch auf die Dinge, beziehungsweise wirst generell bewusster und siehst immer mehr, was eigentlich passiert so. Aber ich glaube auch, dass es damals nicht so viele Themen
gab, mit denen du dich, und vor allen Dingen, du musst so überlegen, es gab erstens nicht diese heftigen Themen, die einen Einfluss auf die ganze Bevölkerung hatte, so wie Corona zum Beispiel, das war für mich der Startschuss, wo jeder involviert war und jeder auf einmal auch eine politische Meinung haben musste, weil es um dein eigenes Leben geht, so quasi. Das hat einen riesen Beitrag dazu beigetragen. Und dann musst du überlegen, es gibt Social Media heutzutage, wo diese Sachen sich so schnell verbreiten und auf TikTok und auf Instagram und was auch immer, so du kriegst einfach von viel mehr Sachen auch mit, weißt du? Und das automatisch sorgt dafür, dass fast jeder sich mit solchen Themen auseinandersetzen muss, mehr oder weniger, oder tut, so. Und ja, also ich glaube, na klar, der Fokus hat damit was zu tun, aber ich glaube auch, dass sich schon verändert hat, so. Ich glaube, das war früher nicht so. In Iran, also das geht ganz ähnlich vor wie in der Ukraine, wo auch ständig provoziert wurde, wo die Gegenseite dann diese Provokation allerdings auch gern angenommen hat, weil die Gegenseite natürlich auch große Probleme hat. Und weil wir ganz genau wissen, dass im Grunde diejenigen, die da zündeln, hintenrum alle unter einer Decke stecken. Und die meisten Themen, die wir auch heutzutage besprechen, so, die haben schon gebrodelt und da gab es auch schon Sachen, da sind auch schon Dinge passiert, aber es war halt erstens, der Effekt auf die Menschen war nicht so groß. Man musste sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, weil es keinen Effekt auf dein Leben hatte. Und es gab halt kein Internet. Es hat sich nicht so schnell verbreitet, so, weißt du? Genau, das ist eben dieses Verheerende, was niemand wahrhaben möchte. Oder ich sage mal, die Mehrheit der Bevölkerung. Sondern man konzentriert sich lieber, bin ich jetzt für den oder für denjenigen. Und in Deutschland gibt es ja auch den Spruch, was Politiker jetzt bringen, Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Heuchler. Diesen Spruch brachte erstmals Angela Merkel im Jahr 2008. Und dasselbe jetzt Scholz, andere Politiker. Was hat das zu bedeuten? Ja, ich denke, das ist so die Unterwürfigkeitserklärung gegenüber den USA, weil Israel könnte ohne die USA, hätte Israel nie gegründet werden können. Also die Gründung Israels hat zunächst Großbritannien vorangetrieben, dann anschließend die Vereinten Nationen sind da eingesprungen. Die Vereinten Nationen standen zu dem Zeitpunkt schon voll und ganz unter der Kontrolle der USA. Und Israel bezieht seine ganzen Waffen, also seine ganzen militärische Ausrüstung zu einem großen Teil aus den USA. Die USA sind der wichtigste Faktor im Hintergrund, und die USA, wissen wir ganz genau, beherrschen ja im Grunde auch die deutsche Regierung. Also die deutsche Regierung Facts. Ist seit 1949 zu 99% von den USA abhängig. Und interessant ist, dass Angela Merkel das 2008 oder 2009 gesagt hat. Damals gab es nämlich das große Problem mit der NSA, dass hier in Berlin plötzlich klar wurde, dass die Amerikaner in Deutschland auch spionieren und hier sogar das Handy der Bundeskanzlerin offensichtlich abhören. Und da brauchte man aus den USA wohl mal wieder eine Unterwürfigkeitserklärung, und die ist dann auch gleich in Form des Bekenntnisses zu Israel gekommen. Also wer sich zu Israel bekennt, bekennt sich dann auch gleichzeitig zu den USA, und die USA werden im Moment vom digital-finanziellen Komplex beherrscht. Also das ist die Unterwerfung unter BlackRock, Vanguard, unter Apple, Amazon und Facebook. Crazy shit. Das merkst du aber auch, finde ich so. Also es gibt fast kein Land auf der Welt, wo du so wenig noch eine Meinung haben kannst wie in Deutschland so. Also wir sind halt echt noch, wir sind noch kontrollierter und noch unfreier als die USA selbst, so, weißt du? Weil wir halt noch mal unter denen stehen, so quasi. Und das merkst du halt auch in jeder Diskussion und bei allen Themen so. Ich finde, wir sind halt alles, aber nicht richtig frei, so. Wir dürfen keine Entscheidungen treffen, wir dürfen keine, weißt du, politischen Entscheidungen selber treffen, das merkst du komplett, so. Die Bevölkerung ist auch extrem, also die haben da extrem irgendwie, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, aber die Deutschen sind so still geworden, so weich geworden, so unterwürfig, Bruder, das tut weh mir, das tut mir sogar weh, weil ich glaube, die Deutschen an sich, das Volk an sich hätte extremes Potenzial, und das hat es auch schon mal bewiesen in der Vergangenheit, dass wir die großen Dichter und Denker hatten, die Leute, die neue Konzepte entwickelt haben, Erfindungen gemacht haben, einfach so Vorreiter waren in vielen Geschichten so, und wir sind mittlerweile halt nichts mehr davon. Nichts mehr.
Man muss auch sagen, diese Begrifflichkeiten, das sind keine juristischen Begrifflichkeiten. Es steht nirgendwo im Gesetz. Es ist einfach eine politische Bekenntnis, sagen wir es mal so. Aber trotzdem weckt das natürlich den Eindruck, oder beziehungsweise ist das ja auch die Folge, wenn man so etwas äußert, dass möglicherweise auch die deutsche Bundeswehr dann auch im Krieg mit dabei sein wird, weil, so wie Sie gesagt haben, die USA, die ist ja schon tatkräftig dabei. Da dürfte ja eigentlich die deutsche Bundeswehr auch nicht fehlen bald. Ja, das kann gut sein. Also ich meine, wir haben ja die Aussagen von Herrn Pistorius gehört, dass wir wieder in Anführungsstrichen wehrtüchtig werden müssen. Also das ist ja nichts anderes als eine Aufforderung, hier wirklich aktiv zu werden. Wir wissen, dass Herr Scholz ein angebliches Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr freigegeben hat, dass alles getan wird, um die Rüstungsindustrie auch hier wirklich wieder auf vollen Touren aufleben zu lassen. Wir leben ja in einer Zeit der Rezession, die Wirtschaft funktioniert nicht gut. Und was macht man dann? Dann kurbelt man eben die Kriegswirtschaft an. Also es geht in letzter Instanz immer um wirtschaftliche und finanzielle Interessen. Und die Politiker, die wir im Moment haben, das sind nichts anderes als völlig austauschbare Marionetten. Also es ist völlig egal, ob da Ursula von der Leyen sitzt oder ob da Herr Pistorius sitzt. Die alle haben sich voll und ganz der Rüstungsindustrie und dem dahinter steckenden großen Kartell unterworfen. Und darum geht es im Moment. Facts. Also dieses Kartell will im Moment die Weltmacht voll und ganz an sich reißen und hat dieses große Projekt im Hintergrund, die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und das Projekt läuft und von dem Projekt müssen die Leute unbedingt unter Einsatz aller Mittel abgelenkt werden. Ja, und als kleiner Nebeneffekt spielt man eben mit Menschenleben. So ist es, ja. Das interessiert die halt nicht. Die wollen ihre Agenda durchsetzen und ob dabei Menschen draufgehen müssen, ist denen egal. Aber wie gesagt, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken, weil ich glaube, es gibt was höher, also es gibt noch eine höhere Macht, so. Ich glaube an Gott und ich glaube daran, dass wenn du im Licht bleibst, in der Liebe bleibst und an das Höhere glaubst und vertraust, so, dann wirst du auch auf eine Art und Weise gerettet werden können, so. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, weil diese Leute, die mit dem Teufel spielen und die sich dem untergeordnet haben und die keine Menschlichkeit mehr haben und diese ganze Liebe und das Höhere und Gott und diese ganzen Sachen verleugnen, die werden früher oder später auch dafür zur Rechenschaft gezogen. Daran müsst ihr einfach glauben, so, weißt du, wie ich meine? Und ihr dürft euch davon nicht unterkriegen lassen und euch schwach machen lassen und Angst haben oder solche Geschichten, weil alles am Ende des Tages gut werden wird. Alles kommt so, wie es kommen soll. Die Sachen, die jetzt passieren, die passieren aus einem Grund. Damit wir in irgendwas münden, was für die Menschen, die bereit dafür sind, was Gutes sein wird. Weißt du? Vergesst das nicht. Was in diesem Zusammenhang auch mit dazugekommen ist, plötzlich spricht die Politik über die Migrationskrise und ich würde sagen, ganz anders, in einem ganz anderen Ton. Ich meine, Scholz spricht von Abschiebung, was auch immer darauf folgen wird, aber zuvor war das eher ein Unwort, eine Untat, sowas überhaupt zu bedenken und plötzlich ist die Gesellschaft wieder in eine ganz andere Richtung gespalten. Was ist hier los? Wie sehen Sie das? Na, ich sage ja, die Politiker sind nichts anderes als Marionetten und die werden natürlich auch zerrieben, weil der digital-finanzielle Komplex ist an diesen einzelnen Leuten überhaupt nicht interessiert, sondern benutzt die nach Belieben. Und diese Leute werden im Moment so mehr oder weniger durch die Entwicklung zerrieben, weil wir wissen ganz genau, dass das, was im Nahen Osten passiert im Moment, die nächste Flüchtlingswelle bringen wird und dass das heißt, dass die Migration bei uns also wieder ganz stark anschwellen wird. Und das hat er ruft natürlich bei der Bevölkerung ganz große Aversion hervor, weil die Bevölkerung weiß, dass Teile Deutschlands wirklich inzwischen, muss man schon sagen, überfremdet sind. Und auf diese Art und Weise versuchen jetzt die Politiker so ein bisschen ihr Gesicht zu bewahren vor der Bevölkerung, indem sie sagen, ja, wir müssen dann eben eine härtere Einwanderungspolitik oder eine härtere Asylpolitik betreiben. Aber das Grundproblem wird damit überhaupt nicht gelöst. Also selbst wenn man die Grenzen jetzt völlig abschotten würde, da hilft man überhaupt nicht dem Grundproblem, das Grundproblem zu lösen. Das Grundproblem ist die unglaubliche soziale Ungleichheit in der Welt und das Grundproblem ist die Förderung und die Zuarbeit zur Rüstungsindustrie, die eben viele Gebiete in der Welt einfach. Ich bin auch überzeugt davon, dass es das alles kein Zufall ist, auch dass die AfD zum Beispiel so viele Prozentpunkte gerade in der deutschen Bevölkerung hat und dass viele Leute das Vertrauen in die reinlegen und dass die auch so ein Anti-Islam-Film und ja, bestimmte Menschengruppen versuchen, alle in einen Topf reinzuschmeißen und so. Das ist auch kein Zufall meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren leider gerade in Deutschland noch schlimmer wird und noch mehr wird, so, weißt du? Bewohnbar macht. Also wenn man jetzt große Mauern Und immer mehr Leute werden darauf reinfallen.
richtet, dann wird der Druck auf Deutschland nur auf diese Art und Weise erhöht. Also was passieren muss, ist, dass man sich endlich für eine Friedenspolitik einsetzt und dass man sich endlich dafür einsetzt, dass die soziale Gleichheit in der Welt ein bisschen ausgeglichener ist und dass man diese ganzen Länder nicht einfach so ausbeutet, wie es in der Vergangenheit geschehen ist. Aber ob Scholz oder Baerbock, Frieden ist nicht Frieden. Also wir können uns da jetzt nicht dafür einsetzen. Da gibt es Wichtigeres. Darf man das auf keinen Fall erwarten. Ja, wie Sie gesagt haben, Marionetten. Wir gehen noch über, denn eigentlich gibt es noch einen Krieg zwischen Ukraine und Russland. Auch wenn dieser jetzt nicht mehr so thematisiert ist. Und hier hat sich auch etwas ereignet. Das ist wieder alles Hand in Hand übergegangen so. Der Russland-Ukraine-Konflikt hat Corona abgelöst quasi. Danach hat keiner mehr über Corona geredet. So. Keiner redet mehr darüber, dass zum Beispiel auch jetzt dieser Vertrag von Pfizer ungeschwärzt veröffentlicht wurde und dass man da sieht, wie wir eigentlich komplett verarscht wurden. So, komplett verarscht wurden. Und genauso läuft es jetzt auch. So. Jetzt Ukraine, Russland interessiert keinen mehr, jetzt ist nur noch ein Nahostkonflikt und was da eigentlich wirklich alles passiert ist in Russland, Ukraine und die Ursprünge und so, das wird auch niemanden mehr interessieren. So, und so geht alles Hand in Hand, schön nacheinander, sodass wir nicht anfangen, uns wirklich zu informieren und die Historien zu verstehen und was da eigentlich wirklich abging, sondern immer schön was Neues haben, über was wir diskutieren können. Also irgendwann, ja, hoffe ich, dass die Leute das auch endlich mal verstehen, so. Und zwar möchte die Ukraine den Gastransitvertrag mit Russland, also Stand jetzt, man weiß nicht, was noch passiert, erstmal nicht verlängern. Das heißt, er würde Ende 2024 erstmal auslaufen, was für Länder wie Österreich verheerend ist. Und dann heißt es jetzt seitens des Wirtschaftsministers Habeck, dass in der Not die deutsche Industrie abgeschalten werden muss. Ja, das wäre natürlich der nächste große Schritt. Ich meine, das wäre dann das absolute totale Chaos. Und natürlich weiß man, dass man in diesem totalen Chaos mit den Leuten machen kann, was man will. Genau so ist es. Also man kann dann was... Ich sage nur Corona-Impfung. ...sich digitale biometrische Erkennung einführen, Gesichtserkennung kann man einführen, Drohnenüberwachung kann man einführen. Man kann das Sozialkreditsystem einführen. Also wir sehen ja in der Ukraine, da sind ja viele dieser Dinge jetzt geschehen im Verlaufe des Krieges da. Die Ukraine zeigt aber auch, dass dem digital-finanziellen Komplex die einzelnen Personen völlig egal sind. Wir sehen ja, dass Herr Selenskyj im Moment sehr, sehr kleinlaut geworden ist, nachdem er vorher als Großmaul durch die Gegend gezogen ist und überall sich hat feiern lassen als großer Kriegsheld. Der Mann ist sehr kleinlaut geworden, seitdem man ihm da den Geldhahn abgedreht hat. Aber das ist eben der digital-finanzielle Komplex, dem sind Menschenleben, dem sind auch Personen völlig egal, der zieht seine Agenda durch. Und diese Agenda ist ins Stocken geraten. Wir wissen ja, dass das digitale Zentralbankgeld ausgetestet wurde in Nigeria, in einem Industriestaat, und dass dieser Versuch völlig fehlgeschlagen ist. Und deswegen weiß die Elite, um dieses neue Geld einzuführen, muss man die Leute in größtmögliche Schwierigkeiten bringen. Und alles, was passiert, deutet für mich darauf hin, dass man diese größtmöglichen Schwierigkeiten auf jede erdenkliche Art und Weise versucht herbeizuführen. Wenn wir uns jetzt einfach mal nur die deutsche Wirtschaft anschauen, wie steht es um die deutsche Wirtschaft? Also wenn ich mal reinwerfen kann, im September 19,5% mehr Insolvenzen, 30% der Deutschen ohne Ersparnisse, die Wirtschaft schrumpft und also jetzt schon das dritte Quartal in Folge. Inflationsrate im Oktober bei 3,8, da freuen sich wieder sehr viele. Wie sehen Sie grundsätzlich die Entwicklung der Wirtschaft? Naja, wir leben in einer Rezession, also und zwar im dritten Quartal haben wir negatives Wachstum jetzt gehabt, also die Rezession schlägt richtig zu. Und was die Inflation angeht, da sollen die Leute sich mal nicht zu früh freuen, weil wir haben jetzt bevorstehend im 1. Dezember die Erhöhung der Maut, und zwar eine ganz drastische Erhöhung der Maut um bis zu 83%. Das wird natürlich auf die Preise durchschlagen, weil diese Preiserhöhung wird sofort von der Logistik und den Einzelhändlern weitergegeben an die Kunden. Also da sollten wir uns nicht zu früh freuen. Dann steht natürlich auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gastgewerbe an. Das Gastgewerbe krankt sowieso. Das heißt, es wird noch weitere Insolvenzen geben in dem Bereich. Die Insolvenzen sind sowieso im Aufschwung. Und wir haben ja jetzt gerade im Moment so eine gewisse Ruhepause bei der Erhöhung der Zinsen. Aber ich bin relativ sicher, dass die Erhöhung der Zinsen weitergehen wird, weil man nämlich die ganzen kleineren Geschäftsbanken aus dem Geschäft rausdrängen will, damit die Großen die Kleinen übernehmen können. Weil in dem neuen Geldsystem ist für kleine Banken kein Platz mehr.
Also da stehen uns noch ganz große Verwerfungen bevor und an denen wird gearbeitet. Es gibt natürlich nicht einen einzigen geraden Gang nach unten, sondern da gibt es immer Stufen und wir leben gerade auf so einer kleinen Stufe, wo es aussieht, als wenn es ein bisschen Entlastung gäbe. Aber der nächste Stub, der wird garantiert noch in diesem Herbst kommen. Das ist ja genau dieses Fatale, dass man zu Beginn der Krise 2020 noch gesagt hat, nein, der Wirtschaft, da wird nichts passieren, da ist ja nichts. Und war aber auch abzusehen, so, ne? Das war ganz klar abzusehen, dass mit diesen ganzen Maßnahmen, die da getroffen wurden bei der Corona-Krise, dass da auf jeden Fall einige Menschen in den Arsch gehen werden. So. Also, dass da einige Leute einfach ihr Business nicht mehr weiterführen. Und die ganzen Kleinunternehmer, da redet ja auch gar keiner drüber, so wie viele Menschen ihre kleinen Unternehmen, ihre kleinen Läden, kleine Friseurläden, was auch immer, verloren haben und Insolvenz anmelden mussten, zahlungsunfähig geworden sind und so. Das war mir schon bewusst. Also, das ist eine der Sachen, an die ich als erstes gedacht habe, ist erstmal unsere Kinder, die Jugendlichen und Kinder, dass die psychische Probleme haben werden in der Zukunft, dass das langfristig einen Rieseneffekt auf unsere Bevölkerung und wie stark wir als Menschen generell sind, haben wird. Und zweitens auch diese ganzen Leute, die einfach ihr Business nicht mehr weitermachen können. So. Und das sorgt natürlich für ganz viel Leid, so, weißt du? Selbstmordraten sind auch, glaube ich, höher denn je, sind hoch geworden. Leute sind einfach noch viel unglücklicher, als sie sowieso schon waren. Jetzt merkt man mehr und mehr, es gibt auch keine Entlastungen. Also jetzt hat man das so ein bisschen realisiert, aber trotzdem geht der Weg einfach genau das Ziel, was man verfolgt, wird auch weiterhin vorgeknüpft. Ja genau, und man kann die Leute also bei der Stange halten, weil die Leute kriegen teilweise über ihre Kreditkarten noch ihr Leben in den Griff, aber das wird auch nicht auf Dauer gehen, denn wenn die Verschuldung da zu hoch wird, dann wird der Hahn auch irgendwann zugedreht werden. Und wenn wir jetzt in die USA sehen, da ist die Entwicklung immer schon ein kleines bisschen weiter. Da sieht die Verarmung der Bevölkerung ja ganz dramatisch aus. Also in den USA haben wir im Moment mehr Sozialhilfeempfänger und mehr Arme als jemals zuvor. Also da ist diese soziale Ungleichheit noch wesentlich größer als bei uns. Interessant ist, dass übrigens Israel auch eines der ungleichsten Länder der Erde ist, während das bei uns im Moment noch nicht ganz so schlimm aussieht wie da. Meine abschließende Frage, was fürchten Sie in der nächsten Zeit eigentlich am meisten? Na, ich fürchte, dass es zum Dritten Weltkrieg kommen kann. Also ich sehe das als eine ganz realistische Möglichkeit, weil da ist inzwischen so viel an Militär zusammengezogen worden. Keiner der Politiker äußert sich jemals in Richtung Frieden. Es wird an allen Ecken und Enden eskaliert. Und es gibt da ja auch Informationen, also ich kann die im Moment noch nicht bestätigen und belegen. Es ist mir von zwei verschiedenen Quellen zugetragen worden, dass der IWF Ägypten eine Entlastung bei den Schulden zugesagt hat, wenn Ägypten die ganzen Flüchtlinge aus dem Gazastreifen aufnehmen sollte. Also es kann zum Beispiel so etwas wie eine völlige Entvölkerung des Gazastreifens geben. Aber das wird natürlich von den anderen nicht hingenommen werden. Und das sieht crazy. Für mich alles so aus, als wenn da ein Flächenbrand entsteht, der möglicherweise nachher auch nicht mehr zu kontrollieren ist. Ja, also ich sehe das auch so, wenn man sich die ganzen Begebenheiten anschaut, es sieht nicht so aus, als würde man morgen aufhören möchten oder im Prinzip, dass sich alle zusammentun, um Frieden herzustellen, sondern genau das Gegenteil. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank für die bisherigen Antworten, aber wir schauen. Das ist ja crazy, ey, ich schwör's dir, Mann, ey, ich kann da auch nicht mehr wirklich was hinzufügen, meine lieben Freunde, es ist einfach nur traurig, dass wir wieder an so einem Punkt sind, dass es sein könnte, dass eventuell ein Krieg, weltweiter Krieg ausbricht wegen dieser Situation. Ich sag euch ehrlich, ich habe das 2020 gespürt und ich habe gesagt, ey, guck mal, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es, glaube ich, nicht mehr besser wird. So. Seitdem ist es bergab gegangen mit der Menschlichkeit, bergab gegangen mit den Kriegen, die überall auf der Welt passieren. So. Es passiert immer mehr so, es passiert immer mehr und mein Gefühl sagt mir, dass es schon definitiv in den nächsten Jahren auf irgendeine Art und Weise extrem eskalieren wird. Aber ich glaube auch, es muss so sein. Es soll so sein und ich glaube, dass das auch Chancen mit sich bringt. Und wer weiß, vielleicht ist das unsere Art von Flut, die Gott uns schickt, damit wir wieder aufwachen. So. Weißt du? I don't know, bro. Vielleicht kommt auch eine Flut. Wer weiß. Keine Ahnung. Aber meiner Meinung nach befinden wir uns in solchen Zeiten, wo sowas auf jeden Fall passieren kann. Ihr dürft den Glauben aber nicht aufgeben, dass alles für uns passiert. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.